Einen wunderschönen guten Abend zum heutigen zweiten Stereo-Trader-Webinar. Dieses Mal geht es um Fragen zum Stereo-Trader und wie immer kompetent beantwortet durch Dirk Hilger. Bevor es losgeht, noch zwei kurze Bemerkungen zu den Risikohinweisen. Das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung und die Meinung des Referenten muss nicht mit der von FXFlat übereinstimmen. Ja, jetzt hoffe ich, Sie haben viele Fragen an den Dirk und Dirk, ich übergebe jetzt an dich. So, bitteschön. Ja, ich habe mich kurz selber stumm geschaltet. So, da sind wir, ne? Hatten schon lange kein Webinar mehr zusammen, fällt mir gerade auf. Das ist mindestens 8 Stunden her. Aber ist doch schön, wenn wir dann hier jetzt wieder zusammenkommen, dann vor allen Dingen dann halt geballt heute dann auch mal. So, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann sieht man hier meinen Dow-Chart. So, damit auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Webinar heute bei FXFlat. Diesmal ist es Helpdesk. Also alles, was heute Morgen dann halt irgendwie nicht beantwortet wurde, hoffe ich, dass wir das jetzt halt hier hinbekommen. Und wie der Wolfgang schon gesagt hat, Fragen einfach bitte reinstellen hier in den Chat und dann können wir da auch vernünftig drauf eingehen. Gut, oder? War das richtig so, Wolfgang? Ja, natürlich. Weil der arme Wolfgang, muss man auch mal hier sagen, ja, das verdient mal ein Lob an der Stelle. Der ist nämlich heute hier, muss extra Überstunden machen, weil wir heute so viele Webinare hier machen und weil ich jetzt auch noch irgendwie eine halbe Stunde verschieben musste. Aber ich glaube, man hat es seit morgen auch schon gehört. Es war zeitweise laut bei mir und das ist auch so ein bisschen der Grund dafür, warum wir da jetzt halt eine halbe Stunde nach hinten gehen mussten. Ich habe irgendwie gerade halt so die Serienkarte gezogen, was die Handwerker angeht. Naja, ist halt manchmal so. So, da gucken wir mal. Also wir haben halt irgendwie 2, 3 Sachen hier per E-Mail vorab. Ich versuche es einfach mal der Reihe nach durchzugeben. Der Andreas fragt gerade, was mit Fragen, die ich heute per Mail gesendet habe. Ich vermute mal, die ist hier mit dabei, wenn sie dann an FXFlat geschickt wurde. Wenn sie an mich geschickt wurde, dann eher nicht. Beziehungsweise Wolfgang, hast du mir 2 Mails geschickt? Ja, ich habe dir 2 Mails geschickt und eine war auch von Andreas. Also die Frage habe ich dir zugesendet. Okay. Weil ich habe irgendwie komischerweise nur, warum auch immer, eine Mail hier. Und aber gut, kann ja gleich mal gucken, ob es dann da irgendwie dabei war. Weil ich habe tatsächlich hier nur eine, ich weiß nicht wieso, das ist möglicherweise falsch einsortiert. Ah nee, da ist noch eine. Genau. So, jetzt habe ich sie gefunden. So, also Frage zum Cluster Trading. Muss bei SL oder TP etwas eingestellt werden? Eigentlich hätte Cluster Trading durch ATR3 schon beendet sein müssen. Ja, also grundsätzlich, wenn man halt hier die strategische Order verwendet. Was macht denn der DAO eigentlich dafür ein Harakiri heute? Wenn man die strategische Order verwendet und dann ist es halt eben so, dass es nur vorgegeben wird, also letzten Endes also die Werte, wie zum Beispiel jetzt hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 5 mal ATR3 wähle, ich gehe mal hier auf den 5-Minuten-Chart, da kenne ich das ein bisschen besser. Und so, mal angenommen, ich werfe das jetzt hier an, sag, bin auf dem Demokonto, ja, okay. So, werf das jetzt hier an als Beispiel mit Long. So, und dann sieht man, das hat jetzt hier entsprechend Trail Start, Trail Distance und so weiter. Das ist zwar alles gesetzt, ja, aber nicht aktiviert. Genauso die Trading-Methode. Das heißt, wenn ich das jetzt so handeln möchte, und dann muss ich natürlich den Trail aktivieren oder den TP oder was auch immer ich halt davon halt nutzen möchte. Ja, das war ja halt die Frage. Der Trade müsste eigentlich beendet sein. Nein, weil der nutzt nur das, was halt eben dann auch hier da ist. Ne? Also das, was halt hier entsprechend halt auch eingestellt ist. Und das muss man also definitiv noch aktivieren. Ja? Also die Werte selber,
da drin, die werden halt zwar gesetzt, aber aktiviert wird es halt eben nicht mal eben so. Das muss man halt tatsächlich dann schon noch selbst machen. Ne? Ich hoffe mal, dass damit die Frage beantwortet ist. Aber das ist definitiv so. Ne? Das heißt also logischerweise, ein Exit gibt es dann nur, wenn entsprechend halt hier das Ganze halt auch angeschaltet ist. So, okay. Also, das war die Frage vom Horst. So, jetzt gucke ich mal das andere. Jetzt muss ich das nochmal hier suchen. Bei mir. Moment, dauert gerade eine Sekunde. So, dann haben wir hier die Frage. Also ist das soweit beantwortet? Wenn der Horst da ist, vielleicht mal irgendwie kurzes Feedback und dann weiß ich hier auch Bescheid, dass das funktioniert hat. Okay, also nächste Frage wäre, Frage gilt im grundsätzlichen Handling beim Öffnen neuer Charts. Wenn ich meine Einstellungen im Stereotype als Standard speichere, werden trotzdem einige Charts mit dem alten Profil geöffnet. Was heißt altes Profil? Das müsste ich hier mal ein bisschen genauer wissen, was damit gemeint ist. Die Frage ist ja, was muss ich einstellen, damit ich immer meine favorisierten Einstellungen habe? Also grundsätzlich ist es halt so, ne, dass die Einstellungen gelten immer, also alles, was ich halt hier irgendwie vornehme, als auch hier im Setup wird immer gespeichert pro Account und pro Handelsinstrument. Das heißt, also wenn ich den jetzt hier zumache als Beispiel, den Chart, wenn ich das einfach so schließen würde und ich mache dann anschließend ein DE30 Mini als Beispiel auf, dann sind natürlich die Einstellungen sind dann halt weg. Man kann zwar hier, ja, hier gibt es die Einstellung Save Standard. Das heißt aber nicht, dass es dann für alles gespeichert wird, sondern das bezieht sich nur darauf, also eigentlich nur, wenn man den StereoTrader quasi frisch installiert hat und wenn man dann einen Chart öffnet, der noch nicht im StereoTrader auf war, und dann sucht der entsprechend halt nach dem, was als Safe Standard gespeichert wurde. So, das gilt aber dann nicht für Einstellungen, wo jetzt da halt zum Beispiel, was weiß ich, wenn jetzt halt ein DAX schon mal auf war. Und ich mache hier im DAO Safe Standard, dann ist das dem DAX halt egal, beziehungsweise dem StereoTrader ist es halt egal, wenn das halt, wenn danach halt zum Beispiel halt ein DAX aufgemacht wird. Das funktioniert nicht. Man kann das umgehen, wenn man jetzt sagt, nee, ich möchte aber alles, was ich hier einstelle, jetzt grundsätzlich für alles haben, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, und zwar hier auf Reset, und zwar mit STRG. Und dann werden sämtliche Einstellungen komplett, die jemals halt gemacht wurden im StereoTrader in dieser Instanz, werden dann halt gelöscht. So, wenn ich dann anschließend einstelle, hier, was auch immer, und gehe dann auf Save Standard, dann habe ich die Einstellungen auch für alle anderen Instrumente. War das soweit verständlich? Okay. Ne, also nochmal, wenn ich wirklich Standard für alles, was ich halt hier an Instrumenten habe, halt einstellen möchte, zuerst Reset. Hier steht es ja auch dabei im Tooltip mit Control bzw. STRG. Dann ist das alles weg. Danach hier einstellen und dann Save Standard. Und dann sollten die folgenden Charts auch mit den Einstellungen entsprechend geöffnet werden. Okay. So. Gibt es zu den Samples, Tools, Robots eine Erklärung? Ja, da gibt es das eine oder andere Webinar dazu, wo halt auf die Programmierung eingegangen wurde. Es gibt ja auch eine API-Reference, das Manual, das auf dem Desktop entsprechend liegt nach der Installation. Aber es ist jetzt nicht so erklärt, dass es halt für Programmieranfänger geeignet ist, sondern eigentlich eher dann halt schon für jemanden, der in der Programmierung halt halbwegs generell Erfahrung halt hat, der sollte damit eigentlich zurechtkommen, weil ansonsten sind die Quellcodes
Also gemeint sind ja halt diese Geschichten hier. Ansonsten sind die Quellcodes ja halt auch im Text, also im Quellcode selber entsprechend ja halt auch kommentiert und dokumentiert. Und damit sollte man eigentlich zurechtkommen. Wie gesagt, für Anfänger jetzt nicht unbedingt, ne? Also das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. So, Frage, kann ich die Farben der Pivotpunkte und der Fibos anpassen? Und das dann so, dass sie so erhalten bleiben? Generell ja, ne, geht ja halt hier über Experten, Properties und da kann man die Farben ja halt einstellen. Ja, von hier Fibos, Pivos und so weiter und so fort. Das Problem, dass das natürlich, wenn man das hier einstellt und den Chart neu aufmacht, ja, dass das nicht gespeichert wird, das ist leider so ein bisschen das Metacodes-Problem, also vom MetaTrader selber, weil dem das halt ja dann auch leider total egal ist, was man da speichert. Es sei denn, man stellt es dort ein, geht, macht dann halt hier Rechtsklick und dann entsprechend Templates und dann Save Template beziehungsweise als Vorlage speichern, dann ja, ne? Also wenn man dann die Vorlage nochmal lädt, dann sind auch die Einstellungen nochmal da. Ansonsten sind die leider tatsächlich dann erstmal wieder verloren, wenn man das nicht über ein Template halt macht. Du kannst auch die EA-Einstellungen speichern und laden. Ist das so? Da bin ich tatsächlich überfragt, ob das so ist. Das heißt also hier, ach so, ja, genau, über Load und Save, ne? Gut. Ja, macht's, also das heißt, wenn man hier natürlich entsprechend die Einstellungen dann halt speichert und dann entsprechend Setting, muss man dann auch immer wieder manuell halt laden, ne? Das heißt, der Weg führt dann immer wieder hier über das Setup und dann nochmal laden, dann ist natürlich wesentlich einfacher. Man speichert irgendwie den ganzen Chart als Template ab und hat es halt dann entsprechend halt nochmal. Klar. So, dann mache ich mal hier ganz kurz. Der XMA-Filter scheint defekt zu sein. Bei mir hängt sich der MT4 immer auf, wenn ich den Filter schließen will. Mal gucken, ob das so ist. Das sind leider so Sachen. Also der Filter ist nicht defekt, sonst würde er ja nicht funktionieren. Aber ich weiß, dass halt manchmal. Ich weiß, dass eben, und eine Sekunde bitte. So, ganz kurz hier was umstellen. Ach, ich habe keinen Moment. Bin sofort wieder da. So. Bin ich wieder da? Bin wieder da, ne? Maus ist sichtbar. So, ist halt leider tatsächlich so, dass halt manchmal irgendwie der MetaTrader damit überfordert ist, irgendwie halt Indikatoren auch wieder loszuwerden. Ich kenne das Problem, bin da natürlich auch nicht besonders glücklich drüber, aber ist wie es ist. Und deswegen will ich das jetzt nicht ausschließen. Ach, ich bin hier nicht irgendwie vorbereitet für den MT4, merke ich gerade. Moment. Ich habe hier keine Lizenz, das ist gut, ne? Das ist echt gut. So, jetzt aber. Und zwar, ich mache das jetzt eben mal, schnapp mir hier mal den XMA-Filter. Wo ist er? Müsste hier bei Filters ja entsprechend sein. So, weil generell sollte der ja funktionieren. Da spricht erstmal nichts dagegen.
Ja, das ist, ich sehe es schon. Also überall dort, wo halt ein Panel ist, ich weiß, da verhakt er sich dann halt leider schon gerne mal. Und insbesondere im MetaTrader 4 kommt er da nicht immer so gut klar drauf. Und da kann es dann leider tatsächlich schon mal passieren, dass der MetaTrader danach nicht mehr will. Ja, also das Beste ist dann halt wirklich tatsächlich den ganzen Chart halt zuzumachen. Ja, aber das ist genau das. Gibt keine Erklärung dafür. Also das ist auf jeden Fall kein Defekt irgendwie da drin. Das liegt halt einfach in den hier in dem internen Prozessmanagement. Und da ist halt leider dann der beste Weg, dann halt wirklich den Chart halt ganz zuzumachen. Und dann hat man das Problem erledigt. Ich weiß, es ist nicht so elegant. Gefällt mir leider auch nicht. Ich habe da auch schon tausendmal versucht, irgendwo drumherum zu schiffen. Und kommen da nicht so wirklich dahinter, wie man das in den Griff kriegen kann, leider. Okay. So, dann muss man gucken. Das waren jetzt auf jeden Fall die Fragen, die wir in den E-Mails gehabt haben. Also wie gesagt, nochmal einfachster Weg, Chart zumachen, neuen Chart aufmachen. Das ist leider wirklich das Sinnvollste. Das ist auch irgendwie. Habe ich den Eindruck auch schon mal von Version zu Version unterschiedlich. Es gab mal Versionen, da war es nicht so arg. Und dann gab es wieder welche, die waren dann halt da ein bisschen empfindlicher. So, okay. Also ich habe den hier jetzt auch mal laufen lassen, ne? Die strategische Order, da sieht man ja auch, hat noch nichts aufgelöst, weil einfach der Trigger noch nicht erreicht war. Aber trotzdem hier auch wieder ein schönes Beispiel. Der Markt ist eigentlich drückt nach unten und trotzdem sind wir hier long. Jetzt im Plus und könnten hier auch schließen, aber eigentlich müsste das auch manuell schaffen, bis da oben hin, bis zu der Stelle, beziehungsweise jetzt hier automatisiert, ohne dass man da eingreift, müsste eigentlich funktionieren. Okay. So, und falls nicht, gibt es halt eben nochmal die Biege runter und dann macht das halt hier irgendwo auf dem Mittelfeld halt irgendwo machen. So, ich versuche nur, sorry, wenn ich so ein bisschen stottere, ich versuche natürlich immer die Fragen auch parallel zu lesen, während ich halt hier was mache. So, ich muss die Werkzeugleiste immer neu einfügen. Gespeichert. Werkzeugliste. Hier oben die Werkzeugliste, das ist MetaTrader, weiß ich leider nicht. Also, was da jetzt mit gemeint ist. Der Paolo hat das gefragt, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer spezifizieren, was du da meinst. Aber generell, wenn es halt hier oben ist und dann ist es halt ganz klar MetaTrader-Baustelle. So. Beim Cluster Trading wird Journal Known eingeben, halten, funktioniert auch jetzt. What? Also, der Horst noch mal. Das ist wahr beim Grid Trading so, aber beim Cluster Trading wird Long oder Short in dem Feld Known eingegeben. Die Haltefunktion wird auch nicht genutzt. Dann ist hier zum Beispiel ein Rechteck vorgegeben, das ist ein Trade, entweder zeitlich oder nach ATR. Das ist aber, also Horst, hier nochmal zur strategischen Order. Das Cluster Trading, das spielt ja keine Rolle, ob das genutzt wird, weil das Schließen, also das Exit vom Trade, ist ja trotzdem, wird ja hier über das Pool Panel dann halt gelöst. Ne? Das heißt, also wenn ich jetzt hier im Cluster Trading als Beispiel hier oben irgendwo, weiß ich nicht, ja, halt hier ein Rechteck da halt, halt hinziehe und keine Lust, das zu selektieren hier. Wenn ich da halt so ein Rechteck hinziehe und dem halt eine Funktion zuordne, ja, und das heißt ja nur grundsätzlich jetzt mal als Beispiel, wenn das jetzt hier halt zum Beispiel halt ein Rechteck wäre, was halt zum Beispiel jetzt halt Short handeln soll. So, ja, ich könnte jedes Mal drüber staunen, hier über das Handling im MetaTrader 5. So, das heißt, also hier steht ja hier Known klar, ne? Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel halt sage, ja gut, das ist ein Short-Cluster und ich ordne dem das halt zu. Und in dem Moment, wo der dann hier oben anfängt, Short aufzumachen, wird ja Short Hold und so weiter, das wird ja aktiviert, ja, beziehungsweise sobald ich Cluster Trading aktiviere, wird es ja gesperrt, ne? Sieht man ja hier, weil es ja natürlich dann an der Stelle dann automatisch dann ja halt gemacht wird.
Und aber nichtsdestotrotz, was ich an Trail und Take Profit muss ich aber trotzdem auch hierfür genauso halt anwählen. Ich habe natürlich auch andere Möglichkeiten noch damit, wie zum Beispiel bei einer Linie, der kann ich ja auch zum Beispiel, oh mein Gott, ey, der MetaTrader 5, der macht mich wirklich teilweise echt irre. Also ich habe dann hier zum Beispiel die Möglichkeit, eine Linie auch zu sagen, zum Beispiel halt Exit, Short, Hold und so weiter. Ja, ne, das hat aber alles nichts mit dem Exit zu tun, der hier über das Pool-Panel dann halt ja gesteuert wird, ne, also für die strategischen Orders. Deswegen unverändert. Das gilt sowohl fürs Cluster-Trading als auch entsprechend für das Handeln mit einer ganz normalen strategischen Order, ne? Das ist also kein, nicht wirklich ein Unterschied. Okay. So. Aktuell können keine Steotrader-Indikatoren im Chart gespeichert werden. Wenn man die Chartvorlage speichert und neu auf einen Chart anwendet, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, was damit gemeint ist, Andreas, dass man die nicht anwenden kann auf einen anderen Chart. Vielleicht da noch mal irgendwie kurz was dazu sagen, das wäre klasse. Okay, ich kann die Position nicht mit dem Kreuz, mit dem X schließen, wenn der SL genau daran ist. Okay. Was ist damit gemeint? Also quasi so, ne? Also ich ziehe jetzt mal hier den Stop-Loss. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir jetzt halt ein bisschen deutlich darunter hängen. Ich versuche den aber trotzdem mal hier jetzt einzufangen. Und mal gucken, ob wir es hier reproduziert kriegen. Gucken, ob das gelingt. So, kannst du bitte nochmal, das mache ich mal, ich stelle das jetzt hier kurz mal hinten an mit dem Stop-Loss und gehe jetzt mal hier, schnapp mir gleich mal die nächste Frage. So, kannst du nochmal die Roll- und Drop-Orders erklären? Ja, das machen wir mal besser dann jetzt im DAX. Dann lasse ich den hier jetzt erstmal in Ruhe. So, also DAX zum Beispiel. Angenommen, ich sage jetzt hier, so, da ist eine Limit Order und der gebe ich das Attribut, ich mache es hier mal größer, der gebe ich das Attribut ROP oder ROL. Beziehungsweise machen wir hier mal genauso. So, das heißt, ich kann hier einen Order auswählen und dann kann ich jetzt hier sagen ROL oder ROP. Machen wir nur ROP und bei der hier auch ROP. ROP heißt Replace Order in Case of Profit. Also, das heißt, die Order soll automatisch nochmal gesetzt werden, wenn sie im Profit geendet ist. So, eigentlich ganz einfach. Klingt es, ist es aber tatsächlich auch. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, ob der Markt jetzt hier mitspielt, ich versuche den mal hier ein bisschen näher einzukreisen, wenn es also so ist, dass jetzt hier diese Order als Beispiel gefillt wird, ja, und die Position endet per Stop-Loss, Take-Profit oder Trail oder ähnliches im Profit und dann wird anschließend die gleiche Order nochmal an die gleiche Stelle gesetzt. Ja, das ist halt zum Scalping, wenn man halt irgendwie eine kleine Range irgendwo ausfindig macht, ist es natürlich halt super hilfreich, keine Frage.
weil man dann halt einfach weiß, okay, das ist ein Verkaufslevel oder ein Kauflevel, hat funktioniert, funktioniert auch wahrscheinlich nochmal. Ist tatsächlich so. Und daher kann man das auch hier differenzieren zwischen ROP und ROL. ROL heißt klar, ne, wird auch dann wieder gesetzt, wenn es im Verlust geendet ist. Und das entsprechend nur, wenn es im Profit geendet ist. Habe ich die beide aktiviert, dann wird die Order immer wieder gesetzt. Klar. So, aber wichtig ist natürlich, und ich hoffe, jetzt spielt der, Moment, vielleicht können wir hier gerade, ah, der ist noch ein Minus, kann ich noch nicht zeigen. Sonst hätte ich mir mal den DAO geschnappt, der ist ja ein bisschen schneller unterwegs. Und das ist aber halt so ein Scalping-Ding, was auch tatsächlich so funktioniert. Was nicht funktioniert, das werde ich auch gleich hoffentlich zeigen können, sofern der DAX hier mal 3 Punkte bewegt. Das ist nämlich, wenn man die Position dann halt zum Beispiel über das X schließt oder dann nachher hier unten über Delete Position steht er dann hier. Jetzt klemmt er hier wirklich genau dazwischen, das ist unfassbar. Dann funktioniert es halt logischerweise halt nicht, ne? Weil irgendwie muss man das ja auch wieder loswerden, so eine Order. Sonst hat man die ja ewig an der Backe und kriegt die nie wieder los. Das heißt, also wenn man hierüber entsprechend nachher, wenn es dann eine Position dann halt ist, wenn man es entsprechend darüber dann halt schließt oder entsprechend über das X, wenn halt hier nachher eine Position geöffnet ist und dann würde man die Position beziehungsweise die Order halt dann auch aufgeben und nicht mehr weiter dran festhalten, beziehungsweise die würde dann halt nicht nochmal neu gesetzt werden. So, über Flat bin ich mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Ich glaube, da bleibt sie erhalten über Reset, aber höchstwahrscheinlich nicht. So, ich hoffe, wie gesagt, ich kann es jetzt hier gleich auch mal zeigen. So, da fehlt noch ein bisschen was. Komm, da auch, streng dich mal an, damit ich hier das andere Ding auch noch gerade zeigen kann. So, ansonsten gehe ich mal ganz kurz. Also ist das grundsätzlich verstanden mit dem ROP und ROL? Na, jetzt kommt es ja hier vielleicht. Mal gucken, ein paar Pünktchen fehlen noch, beziehungsweise noch einer, was im DAX schon mal eine Weltreise sein kann, um die Uhrzeit. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir ein bisschen Glück und es reagiert zumindest mal kurz nach oben. Ach ja, so ein Punkt ist auch echt viel. So, ganz kurz nochmal zu dem Paul, der vorhin meinte, mit den Werkzeugleisten, ja, das ist halt leider MetaTrader 4, ne? Beziehungsweise generell MetaTrader da oben für zuständig. Ich verschiebe das irgendwie auch dauernd in der Gegend, das ist halt leider so. Ich würde gerne den B. Ich schnappe mir hier einfach schon mal die nächste Frage, bevor wir hier, solange wir hier nichts sehen. Ich würde gerne den BE-Schutz auf Minuswerte stellen. Hä? Ach so. Leider lässt der SteoTrader keine negativen Werte zu. Das ist richtig. Nee. Das, ich verstehe aber auch gerade irgendwie den Sinn nicht. Wie kann ich denn etwas auf BE stellen, wenn es Minus ist? Das würde ja nur dazu führen, dass sofort geschlossen wird. Der Boris war das, vielleicht kann er nochmal was dazu sagen. So, jetzt gucken wir mal hier, ob wir das jetzt hier demonstriert kriegen. Also, die Order hat das ROP-Attribut, sieht man, ist hier aktiviert. So, ich mache den mal weg. Und dann gucken wir mal, dass wir die irgendwie mit einem Stop-Loss oder Take-Profit hier im Plus beendet kriegen. Keine Ahnung, ob der DAX jetzt Lust drauf hat. Weiß ich natürlich nicht. Aber ich brauche ja nur so ein paar Punkte, damit man es zumindest halt nachvollziehen kann. So, wie gesagt, also würde ich jetzt hier, das habe ich ja vorhin gemeint, ne, würde ich die Position jetzt hier schließen,
hier über Close Position, über das X oder die ausgewählt ist. Ach Quatsch, hier. Wenn die ausgewählt ist, hier über Close Position und dann wäre die Order weg. Ja, dann ganz normal, die wird geschlossen und wird auch nicht nochmal neu gesetzt. Das ist natürlich wichtig zu wissen, weil so wird man das Ding halt los. Wenn jetzt aber, komm, DAX, jetzt spielen wir ein bisschen mit hier, während ich das hier erkläre. Wenn ich aber jetzt hier zum Beispiel über einen Trail, ja, der jetzt als Beispiel ja hier startet, einen Abstand von irgendwie 2,5 Punkten. So, damit es ein bisschen schön wird, auch noch ein TA-Trail. Komm, jetzt zieh mal an. Jetzt zieh mal an, Kollege. Einmal hoch mit dir. Und dann wird man sehen. Ich versuche das hier immer so zu moderieren, ja, dass es einigermaßen flüssig ist mit dem, was der Markt macht. Das gelingt aber leider überhaupt nicht. So. Okay, Boris, ich komme gleich drauf zurück auf deine Frage. Jetzt kamen schon ein paar Punkte hier. Kann ja nicht so schwer sein. Steht einfach still. Da steht er einfach still. So, da sind wir doch. Ja, noch ein halber. Na komm. Wie im echten Leben hier. Ich meine, ich könnte es jetzt ja auch aktivieren, ne? Ich meine, ich hab ja auch meinen Stolz. Ich will jetzt natürlich, dass das hier schön aussieht auch. Weil das wird ja auch aufgezeichnet. Und man soll ja auch nachvollziehen können, wofür das Ganze wirklich gut ist. So, also Trail ist aktiviert. Der geht jetzt hier an, sobald der Bit hier auf dem Level ist. Sofern das jemals der Fall ist. Aber ich glaube schon, der DAO will auch mal ganz kurz nach oben reagieren. Der hat auch noch ein bisschen Luft. Dann zieht es den DAX wahrscheinlich sowieso gleich mit. Na komm schon, das kann jetzt nicht wahr sein, dass jetzt hier einen halben Punkt hier davor stehen bleibt. Das ist ja nicht zu fassen. Unbelievable. Bockiges Kind. Meinst du, Daniel? Ich bin immer eher der Meinung, DAX ist eine Diva. Bockiges Kind geht irgendwie anders. So, jetzt komm. So, jetzt haben wir es aber. Also, Trail ist jetzt aktiviert. Und wenn man sowas jetzt dann halt zum Beispiel dann halt skypen möchte, so ein Level. Jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig eingestellt habe. Nicht, dass wir hier noch einen anderen Vorführeffekt kriegen. Mir das kann er jetzt auch rausholen, das ist jetzt egal. So, ne, dann sieht man, weg und die Order sitzt wieder an der gleichen Stelle. Das ist genau das, was die Rob-Order halt macht. Und in der Regel ist es halt so, jeder, der skypt, wird das irgendwie nachvollziehen können, dass halt Kauflevel bleibt Kauflevel, Verkaufslevel bleibt Verkaufslevel. So lange, bis das Ganze in irgendeiner Form umgedreht ist. Deswegen ist das schon okay und oft hat man ja auch Ranges und da kann man einfach genau so eine Geschichte hinsetzen und zum Beispiel dann hat eben irgendwie mal 20 Punkte Take Profit oder was auch immer und handelt es eben so lange, bis es halt eben nicht mehr geht. Ne? Also das heißt, wenn sie dann irgendwann mal einen Verlust endet und dann ist es halt weg. Aber theoretisch, wenn man sich auf sowas halt spezialisiert, der Heiko macht das ja zum Beispiel ganz gerne, dann kann man natürlich halt genau solche Levels ausfindig machen, legt dann überall so eine Order hin mit dem Rob-Attribut
und nimmt dann einfach mit, was geht. Ne? Ganz oft hatten wir so, da geht es erstmal hin und her, etliche Male und das kann man halt alles dann mitnehmen. Dann eben automatisiert. Gut, hier haben wir es jetzt halt nicht nochmal erreicht, ne? Aber trotzdem würde er nochmal hier runterkommen und dann wären wir halt nochmal drin. Genauso umgekehrt natürlich hier auch, wenn ich jetzt sage, das ist halt irgendwie ein schönes Short Level, warum auch immer. Und dann wird die halt auch entsprechend immer wieder gefüllt an der gleichen Stelle. Also kann man dann auch eine kleine Range zum Beispiel dann halt entsprechend dann auch gewinnbringend mitnehmen. So, gut, haben wir das erklärt. Dann komme ich jetzt nochmal zu dem DAO. So, den haben wir jetzt genau da, wo wir ihn haben wollten. Vielleicht klappt das jetzt auch hier dann mit dem, ich gucke mal, wo der, da will der noch hin, hoffe ich doch mal. Und dann versuche ich das gerade mal, weil da jemand gemeint hat, man kann die Position nicht schließen, wenn der Stop-Loss genau da drauf liegt. Das kann sein. Vielleicht liegt das einfach in der Z-Anordnung da in der falschen Reihenfolge. Aber gucke ich mir mal an. Also eins von beiden wird dann halt nicht gehen. Also entweder kriege ich den Stop-Loss halt nicht los oder ich kann die Position nicht schließen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. So. Also ich versuche das hier mal. Wenn ich jetzt da bin. Und dann, ja genau, ne, da bin ich halt hier auf dem Stop-Loss, richtig, ja. Das ist der Grund. Das heißt, es liegt ja auch hier davor, ne, und die Linie liegt halt drüber. Also das ist halt, ich kann das hier nicht schließen, wenn es so liegt, richtig. Sollte man einfach als gegeben hinnehmen. Weil halt eben der Stop-Loss, ich könnte ja auch einfach verlängert einzeichnen, da wird es ganz überdecken, ja, oder halt das X. Aber das liegt halt einfach davor, in der Reihenfolge, in der Z-Reihenfolge. Das ist das ganze Dilemma. Mehr ist es nicht. Ne, weil ich hier, klar, wenn ich hier draufklicke, dann habe ich halt den Stop-Loss gegriffen, aber nicht die Position zu. Ich weiß. So, weil das ist ja gemeint, ne, dass ich es hier drüber entsprechend halt schließen kann. Okay. So, mal gucken, was haben wir da noch? Andreas, du bist hier nochmal drauf eingegangen auf die SDJ 30. Bist du so nett und schickst mir das mal irgendwie lieber per Mail? Weil ich glaube, das dauert zu so lange, bis ich wirklich exakt verstanden habe, was damit gemeint ist. Das wäre wirklich total nett. So, okay. Ja, danke. Haben wir denn jetzt, habe ich noch was übersehen? Ist noch was offen von den Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben? Hier auch nochmal drüber. Also ja, genau, mit dem BE-Schutz auf Minuswerte. Okay, ich habe es jetzt verstanden. Also generell habe ich ja die Möglichkeit, hier Break-Even abzusichern. Ne? Wenn eine Position halt zum Beispiel hier 10 Punkte im Plus ist, das ist wahrscheinlich jetzt hier ja, ne, der Fall. Und gemeint ist, dass halt der Abstand, also die geht ja nicht genau auf Break-Even Safe, wenn das aktiviert ist, sondern ja auf einen vordefinierten Abstand und der ist halt hier angegeben und da konnte man wohl vorher negative Werte eingeben, das geht aber jetzt nicht mehr. Gut, ich verstehe jetzt die Sinnhaftigkeit noch nicht so ganz, aber ich kann das gerne auch anpassen. Das ist jetzt nicht irgendwie störend oder so, also klar. Also den Sinn würde ich aber trotzdem gerne verstehen. Weil es ist ja dazu da, ne? Ich meine, die Funktion heißt ja Break-Even absichern. Und der Break-Even ist ja nicht abgesichert mehr, wenn ich halt hier einen anderen oder hier einen negativen Wert angebe. Das irritiert mich gerade so ein bisschen, warum das halt irgendwie. Oder wie man, wo man das nutzt. So, Frage zum PLH Close. Christian, ich habe hier keine Frage.
Doch. Frage zum Stop PLH Close. Kann ich hier ein Bild reinziehen zum Anschauen? Nee, ich glaube nicht. Oder? Ist der Wolfgang da gerade was am Vorbereiten? Nee, ich bereite nichts vor. Bitte was? Nee, ich bereite nichts vor, nein. Ach so, nee, weil Was? er schreibt, kommt gleich. Ach so, nö. Sinn ist, dass, ganz kurz mal hier mit dem Break-Even-Safe, dass das Einstiegslevel gerne noch einmal getestet wird und unter die Position dann nicht gleich schließt. Okay, ich lasse das mal so stehen, Boris, ne? Ich kann es halt nicht nachvollziehen, aber es ist ja auch eine persönliche Sache. Also wenn man sagt, okay, das ist bei mir so und was ich halt eher mal überlegt hatte, das war halt irgendwie, dass man, das war auch mal drin, das ist aber nicht mehr drin im Stereo Trader. Da war unter Trading Stop deklariert, dass nämlich, wenn man zum Beispiel so eine Position hat, ja, wenn dann zum Beispiel bestimmtes Level erreicht ist, dass ich den Stop unter die letzten Tiefs stellen kann. Das ist sowas, wo ich sage, das ist noch sinnvoll. Also das könnte ich jetzt noch nachvollziehen, ne? Wenn jetzt halt irgendwie, wenn jetzt hier sagt, na gut, wenn er hier oben ist, ja, von mir aus kann er noch mal ein bisschen maximal darunter, aber eben nicht mehr tiefer. Gut, da kann ich natürlich auch manuell den Stop mal schnell hinziehen, ne? Das ist halt auch klar. So, ich versuche nochmal hier die PLH-Close-Frage zu verstehen. Beispiel Short-Position, da sollte der Stop oberhalb vom High der schwarzen Kerze liegen bleiben, wird aber dann bei einer weißen Kerze auf das. Oh. Finde ich auch gerade so ein bisschen schwierig, da jetzt halt im Detail drauf einzugehen, weil ich schlicht und ergreifend die Frage nicht so ganz verstehe, beziehungsweise mir das wirklich mal genau angucken müsste. Ist da ein Fehler vermutet, Christian, oder was ist der Hintergrund der Frage? Okay. Dann wäre es wirklich auch hier echt dann lieber sinnvoll, weil das kriegen wir nicht reproduziert jetzt hier auch, ne? Also da müsste der Markt sich ja halt viel schneller bewegen. Da sei auch irgendwie so nett, bitte. Und pack das mal irgendwie auch am besten in eine Mail, damit ich mir das in Ruhe mal angucken kann. Ja, weil hier, das wird jetzt hier nicht funktionieren. Also bis dann die richtige Kerze kommt, wo man das dann halt irgendwie dann sieht, dann ist irgendwie mindestens 8 Uhr vorbei. Ja. Gut. Also der Horst hat hier noch was. Wenn ich den Tag beende, sehe ich den VPOC im Chart und die gelbe Beschriftung VPOC im Reiterchart. Okay. Horst, ne? Das ist wahrscheinlich das gleiche Problem, wie ich gerade halt hier mit dem XMA hatte. Du kannst aber generell, wenn man den MetaTrader, wenn man den ja zumacht, und wieder auf mit geladenen Indikatoren. Was aber eigentlich immer funktioniert, ist, wenn man den Timeframe einmal kurz hin und her wechselt. Hast du das schon mal versucht? Weil falls da mal irgendwie einer unsichtbar ist, also ich gucke mir das auf jeden Fall im Detail nochmal an. Also die Frage geht da halt dahin, dass halt zum Beispiel der VPOC dann halt erstmal nicht sichtbar ist. Das kann dann schon mal passieren, wenn zum Beispiel Lizenz halt irgendwie nicht da war auf Anhieb. Und dann müsste es aber eigentlich halt wieder sichtbar werden, wenn man den wenn man das Ganze mal kurz schließt und dann eben wieder aufmacht. Geht nicht, sagt er. Ja, gut, muss ich mir angucken. Also da gibt es jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie jetzt hier eine Pauschallösung, gucke ich mir natürlich an, weil sollte so jetzt nicht unbedingt so sein. Okay, gut. So, soweit ich das sehe, sind wir hier durch. Damit hätten wir auch unsere
Zielsetzung zeitlich tatsächlich erreicht, Wolfgang, ne? Wolfgang ist schon Feierabend, der hat schon die Koffer gepackt, steht schon in der Tür, Schlüssel in der Hand. Nein, nein, nein. Drei, fünf Jetzt kannst Stunden du haben die, wir angedacht. ja, Ja. jetzt kannst du die Verabschiedung machen, die du vorhin angekündigt hast bei mir. Hast du gemeint, so, danke, tschüss, weg. Achso, Heike und Aschi, genau, da war noch was. So, ey, ganz ehrlich, den habe ich schon 100 Jahre nicht mehr drin gehabt. Funktioniert der etwa nicht? Der Heike und Aschi. Wo ist denn der überhaupt? Den muss ich ja erstmal suchen, oder? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Wenn das schon jemand so sagt. Guck dir Heike und Aschi an. Nee, im MT5. Also bezieht sich wahrscheinlich auf den MT5, ne? Soll jetzt so nicht unbedingt aussehen. Klar, ne? Wo ist denn der überhaupt? Kriege ich den so raus? Ja. Ja, aber im MT4 behaupte ich mal, sollte er funktionieren, ne? Ich habe den tatsächlich, muss ich jetzt wirklich zu meiner Schande gestehen, nie im MT5 probiert. Nie. Also danke für den Hinweis. Wusste ich nicht. Ist mir nicht, war mir echt nicht bekannt. Da muss halt einfach nur ein Zeichnungsmodi geändert werden, aber das sollte keine große Sache sein. Gut, Wolfgang, jetzt darfst du. Also, wir haben hier soweit alles durch, wie ich das sehe. Ich habe ja ein paar von den Teilnehmern gebeten, hier nochmal per E-Mail irgendwie auf mich zuzukommen, beziehungsweise auf uns. Das wäre wirklich total nett. Dann kann ich Ja, das auch man angucken. kann die Ja, E-Mail bitte. auch an man kann die E-Mail auch an Ethics Lab schicken und Ja. wir leiten die weiter. Das war überhaupt kein Problem. Ja, das wäre Okay. super. Gut, okay, also dann war an der Stelle war ja heute mal ein bisschen schneller, das ist gut. Dann kommt der Wolfgang hier rechtzeitig fast in sein Feierabend. Ich bin gerade ganz Du redest immer von mir. Du hast doch Termine. ja. Ich habe es doch gerade gesagt. Ich kann auch dann Ja. gleich zum Sport, muss mich auch nicht verhetzen. Nein, ich muss erst 7:45 los. Also von daher, ich habe ja noch ein bisschen Luft. Oh, wir können noch eine halbe Stunde machen. Nein, Quatsch. Aber wir haben ja soweit alles. Also von daher. So, dann erstmal danke fürs Dabeisein. Sind ja wahrscheinlich auch einige, ich habe jetzt gar nicht durchgeguckt, noch dabei gewesen hier von heute Morgen auch, ne? Vermute ich mal ganz stark. Und aber gut, das hat nämlich ja alles dann doch ganz wunderbar funktioniert mit der Long-Richtung heute Morgen, jetzt irgendwie gerade hier nicht mehr. Aber ansonsten war das ja alles ganz schick, wie das im Endeffekt ja dann auch aufgelöst hat und ist. So, danke von meiner Seite. Wolfgang hat das letzte Wort. Euch allen schönen Abend. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Ist bestimmt nicht mehr lange hin. Und schönen Feierabend, beziehungsweise Abend wünsche ich euch. Aber wie gesagt, der Wolfgang hat das letzte Wort. Okay, ja, auch von meiner Seite vielen Dank für das Interesse. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, und zwar geht es um den Stereo Trader Day am 20.09. Wer noch gerne teilnehmen möchte, möchte sich anmelden. Ansonsten, wir haben noch ein paar Plätze zur Verfügung. Anmeldung bitte auf der Homepage hier, wie man sieht, bei FX Flat. Ja, ich wünsche allen Teilnehmern einen ruhigen Abend und ja, viele erfolgreiche Trades noch. Dankeschön.